Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Tag. Das jetzt folgende Video, ja, ist nicht von mir geschnitten und auch nicht von mir, sondern das Ganze hat Basti im Alleingang, würde ich nicht sagen, aber das Ganze hat Basti produziert. Ich habe die Arbeit quasi ausgesourced. Er ist wie mein kleiner Inder und ja, deswegen schaut euch das gerne an. Nochmal ein kleines Update auf der linken Seite. Also den Teil hier vorne hatten wir ja vorher schon mal lackiert. Das hat Andreas ja schön gefilmt. Jetzt seht ihr das nochmal in einer schlechten Bildqualität. Die Clips habe ich wieder reingesetzt hier. Und bis hier oben ist es soweit erledigt. Hier oben ist jetzt Glasfasermatte mit dem Haftstahl, die so langsam schön aushärtet. Und wie ihr hier sehen könnt, einmal hier und einmal hier drüben, da habe ich bereits die beiden Löcher für die Radkastenaußenverkleidung quasi vormarkiert. Ich habe einmal kurz ein bisschen reingepiekst mit dem Schraubendreher. Das wird hinterher nochmal sauber aufgebohrt, dass die Klipse da auch wieder reingehen. Und morgen, wenn das ausgehärtet ist, werde ich das etwas glätten vorher nochmal. Von der Innenseite und auch von hier außen wahrscheinlich an ein, zwei kleinen Stellen nochmal mit reinem Haftstahl ausbessern an ein, zwei Stellen. Diverse Unebenheiten ein bisschen glätten. Und dann zum Abschluss nochmal eine Lage Glasfaser überlegen, innen auf jeden Fall, um da ein bisschen mehr Stabilität reinzubringen. Und danach wird diese Kante hier noch etwas angepasst, dass es quasi der Originalkontur entspricht, so gut wie möglich. Weil bei der Außenverkleidung sitzt hier quasi von dieser Seite aus, von der Rückseite, ein kleiner Clip hinter. Und den hätte ich natürlich gerne wieder, dass der irgendwas hat, woran der packen kann. Und dafür muss die Kontur hier halbwegs dementsprechend, was original da gewesen wäre. Die rechte Seite ist mittlerweile wieder vollständig zusammengebaut, wie ihr sehen könnt. Ich habe die Gelegenheit gleich mal genutzt und habe diese wunderschönen Fender Flares, quasi Easy Flares sind es aus den USA, die habe ich an den vorderen beiden Radkästen und hinten rechts schon mal montiert. Weil der TÜV möchte ja wahrscheinlich auch, dass die Lauffläche vom Reifen entsprechend abgedeckt ist. Weil ich möchte die Räder ja auch eingetragen bekommen jetzt endlich mal. Dementsprechend habe ich diese Easy Flares draufgesetzt, damit ist die Lauffläche abgedeckt. Vorne wie hinten weit genug. Damit sollte die Seite für den TÜV dementsprechend ausreichen. Da knuspert nichts mehr, da knirscht nichts mehr. Alles ist wunderbar. Ich gehe nochmal kurz rum, zeige euch nochmal die beiden vorderen Radkästen. Einmal hier, auch schön zu sehen mit dem Easy Flare drauf. Und vorne links das gleiche. So, also heute Morgen war das schon alles sehr gut ausgehärtet. Alles wirkte, was heißt wirkte, alles war wirklich sehr, sehr stabil. Ich habe jetzt nochmal als Untergrund nochmal etwas Haftstahl aufgetragen, innen wie außen. Habe damit auch gleichzeitig direkt ein paar Unebenheiten ausgeglättet. Und habe jetzt zum Abschluss nochmal eine dritte Lage Glasfasergewebe eingelegt. Damit ist jetzt quasi die Seitenwand wieder hergestellt von innen. Und die Kontur habe ich schon nachgearbeitet an der Hinterkante hier, wo der Clip drauf kommt. Und jetzt warten wir mal drauf, dass das Ganze aushärtet. Und dann geht es an den Feinschliff, würde ich sagen. Das Ganze ist jetzt endlich mal ausgehärtet und für meine Ansprüche glatt genug. Falls ihr euch wundert, warum ich nur so ein bisschen abgeklebt habe beim Lackieren. Erstens ist der Lack von der Kiste sowieso völlig hinüber. Da macht Lackstaub auch nichts mehr aus. Und zum Zweiten ist da so viel Dreck auf der Kiste, dass der Lackstaub wahrscheinlich auch gar nicht halten würde. Demnach habe ich nur in direkter Umgebung abgeklebt und das muss erstmal reichen. So. Dann fange ich mal mit Grundierung an und dann kommt die Farbe drauf. Damit wäre auf der Außenseite die Blechtransplantation abgeschlossen. Also ich bin mit dem Ergebnis soweit sehr zufrieden. Die Farbe härtet sich gerade noch ein bisschen aus. Und da steht er auch schon wieder auf eigenen Füßen draußen vor der Halle. Und ich muss sagen, ist gut geworden. Und zwar beide Seiten. Damit bin ich absolut zufrieden. Und alles schön massiv dahinter. Vorne auch nochmal die Flares drauf. Sieht man sie nochmal.
bei etwas besserem Licht. Damit sind die Laufflächen jetzt auch entsprechend abgedeckt, vorne und hinten. Dann sollte es mit dem TÜV dann auch klappen, hoffe ich. Zum Abschluss noch mal ein kleines Fazit von mir über die Verwendung von Haftstahl für die Art der Reparaturen. Für die kleineren Sachen, wie es auf der rechten Seite war, sprich dieser Riss, den wir da hatten, absolut zu gebrauchen, definitiv, härtet super aus, wird mega stabil. Für die linke Seite, ich sag mal, mit Bedacht zu genießen. Es ist ein bisschen aufwendiger aufgrund der Tatsache, dass halt größere Flächen verfüllt werden müssen. Und mit dem Glasfasergebinde ging es echt gut. Wenn man bedacht arbeitet, also man muss ein bisschen darauf achten, dass es nicht abrutscht, wenn man es einlegt und so weiter, gerade weil es im Radkasten halt leicht über Kopf geht und es von daher relativ schwierig zum Halten zu kriegen ist. Und von der Verwendung her ist es nicht ganz wie Epoxidharz, es ist wesentlich klebriger. Die Reinigungstücher, die ich habe, sind absolut super dafür geeignet. Und zwar, erstmal halten die Finger sauber, zweitens geht da nichts von dem Zeug durch. Und es pappt auch nicht an dem Zeug, also es lässt sich relativ gut glatt streichen, ein bisschen in Position bringen, auch gerade die Glasfaser getränkt mit dem Zeug, lässt sich damit sehr gut in Position bringen und auch andrücken, ohne dass es beim Wegnehmen mit dem Tuch quasi direkt wieder von der Oberfläche abgezogen wird. Es ist alles sehr stabil, da bin ich wirklich froh drum. Hallo. Und es hat wirklich gut ausgehärtet, definitiv, auch gerade dieses Stück Blech, was wir hinten lang gezogen haben, dieser Blechersatz. Ist sehr stabil, also ich kann dagegen klopfen, dagegen hauen, da biegt sich nichts, da bröselt nichts, das ist echt gut. Ja, so viel zu meinem Fazit. Man kann es machen, mit Bedacht. Wenn man die Kohle und die Zeit hat, kann man es natürlich auch richtig machen lassen und schmeißen lassen, was bei dem Haufen allerdings wahrscheinlich vergebliche Liebesmühe wäre, weil seit ich den Wagen habe, ist eine Baustelle nach der anderen dran. Wenn eine Sache fertig ist, taucht die nächste auf. Und von daher möchte ich den Aufwand relativ gering halten und den Wagen einfach so lange fahren, wie ich ihn mit geringen Mitteln quasi am Fahren halten kann, ohne dass es irgendwie sicherheitsgefährdend wird. Ja, soviel zu meinem Fazit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wen es interessiert, kommt jetzt nochmal eine Materialliste mit Dingen, die ich so verwendet habe für die Reparaturen. Da sind die Sachen, die meisten Sachen, die ich benutzt habe, die wichtigsten in meinen Augen. Zum einen, ganz wichtig, persönliche Schutzausrüstung, Schutzbrille, Gehörschutz, Atemschutz. Der reicht beim Schleifen, beim Lackieren ist der nicht ausreichend. Da das aber nur sehr kleine Stellen zum Lackieren waren, hinten reicht es auch, wenn man zwischendurch die Luft einhält und zum Luftholen dann ein Stück weiter weggeht wieder. Ganz professionell, so sind wir. Einweghandschuhe, sehr hilfreich bei der Verarbeitung von Epoxidharz und Haftstahl natürlich, der ja auf Epoxidharz-Basis ist. Hält die Finger sauber. Arbeitshandschuhe, ganz klar. Zewa braucht man immer. Schleifpapier in diversen Körnungsgrößen für grobe und nicht so grobe Stellen. Die gute alte Powerfeile, das beste Werkzeug, was ich hier gekauft habe, zusammen mit diversen Körnungen an Schleifbändern. Kopflampe, sehr hilfreich. Klebeband fürs Lackieren hinterher. Kugelschreiber für Markierungen, für Schablonen, wenn man die benutzen möchte. Schere ist super zum Ausschneiden von Schablonen und geht auch, also eine haushaltsübliche Schere geht wunderbar für die Glasfasergeschichten. Man sollte sich nur bewusst sein, dass wenn man regelmäßig Glasfaser mit Scheren schneidet, werden die sehr schnell stumpf. Gleiches gilt für Kohlefaser. Messer braucht man immer, Akkuschrauber zur Demontage von Verkleidungsteilen etc. Müllbeutel habe ich benutzt als Unterlage beim Einpinseln für die Glasfasermatten, damit man sich ganz einfach den Tisch nicht einsaut und da lässt es sich relativ gut wieder von abziehen. Der gute Haftstahl von Presto, tolles Zeug, absolut klasse. Presto Rostumwandler habe ich benutzt zum Sprühen, Bremsenreiniger braucht man sowieso immer. Haftgrund, Farbe, welche auch immer man möchte. Unter Bodenschutz für innen, ohne Dose Druckluft zum Staub wegpusten und um Bremsenreiniger schneller zu trocknen, nachdem man ausgespült hat damit, sehr hilfreich. Und zu guter Letzt die wundervollen Tücher. Gab es im Baumarkt hier für 14 Euro, glaube ich, 80 Stück drin. Die sind teuer, ja, aber absolut ihr Geld wert. Damit geht wirklich alles, ich habe es jetzt noch nicht benutzt, alles von den Fingern runter. Das Haftstahlzeug lässt sich abwischen, der Härter davon lässt sich abwischen. Fett, Öl, Schmutz, scheißegal, es geht wirklich alles damit ab. Ich möchte keine Werbung machen, aber das Zeug ist wirklich, wirklich gut. Und ich sage das aus Überzeugung und nicht, weil ich dafür bezahlt werde. Oh Gott, das wäre so schön, wenn ich bezahlt werden würde für sowas. So, das war kurz und knapp die Materialliste.
was man sonst so braucht, kann man sich denken. Und ja, vielen Dank fürs Zugucken. Das war es dann auch mit Teil 2 des Reparaturvideos. Und wie ihr gesehen habt, klappt das Ganze eigentlich ganz gut. Sieht auch gut aus, wenn man möchte. Also es war jetzt keine Sichtreparatur, also von vornherein war es klar, dass es nicht unbedingt gut aussehen muss. Aber man könnte es noch ein bisschen hübscher machen, wenn man möchte. Und dann habe ich noch ein Anliegen bzw. eine Frage an euch. Und zwar, wollt ihr auf jeden Fall mehr von Basti sehen oder von Basti und mir zusammen? Schreibt das gerne mal in die Kommentare, weil ich denke, dass Basti schon ein fester Bestandteil eigentlich von Garage 8 ist, also eigentlich schon von Anfang an und er so im Hintergrund mitgewurschtelt hat, also was persönliche Kritik und sowas angeht, das kam dann immer über WhatsApp von ihm und von daher wäre es auf jeden Fall cool, wenn ihr da eure Meinung dazu da lasst. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.